Wir brauchen die wichtigsten Komponenten. Wir brauchen ein gescheites Fahrwerk, eine gescheite Bremse. Und das ist eine der für Low Budget trotz alledem das Wichtigste. Und das ist schon ein ordentlicher Waschel für so ein kleines Motorrad. Wir sind da eigentlich relativ nah an einem Öhlingsfederbein. Low-Budget-Projekt 2.0. Es geht weiter in unserer Serie. Endlich lang erwartet. Ihr habt natürlich alle lang gewartet jetzt auf die weiterfolgenden Folgen. Allerdings müssen wir uns entschuldigen, wir haben natürlich über die Saison massiv viel zu tun gehabt. Die Kunden gingen natürlich so ein bisschen vor. Die haben natürlich auf ihre Motorräder und Fahrwerke gewartet. Deswegen hat es jetzt ein bisschen gedauert. Wer den Teil 1 noch nicht gesehen hat, der soll sich den ein bisschen nochmal anschauen. Wir blenden es mal kurz ein. Wir haben die Gabel überarbeitet mit einem anderen Setting, mit Revision und so weiter und so fort. Und heute machen wir einmal auf der Hinterachse das Fahrwerk, also sprich das Federbein. Und wir machen auf der Vorderachse die Bremserei. Das heißt, ihr könnt euch jetzt halt aussuchen, für was euch interessiert. Wir fangen an mit dem Federbein hinten und dann gehen wir auf die Bremserei vorne. Da haben wir hier schon alle Teile liegen, andere Bremssättel, andere Scheiben, andere Beläge und so weiter. Hier könnt ihr euch in der Timeline euch aussuchen, für was euch interessiert. Im besten Fall schaut euch natürlich beides an. Wir sehen uns gleich. So, wir bauen jetzt hier hinten einmal das Federbein aus. Wer das von euch gerne mal selber machen möchte, weil er das Federbein zu uns schickt oder vielleicht selber das Federbein umbaut oder was auch immer oder tauscht, ist natürlich immer vom Vorteil, das Motorrad auf Böcke zu stellen. Im besten Fall mit den Fußrasten. Gibt es solche Böcke oder Fußrastenböcke, je nachdem. Ich würde empfehlen, hier solche Klappfußrasten immer umzudrehen, weil dann können die nicht nach oben klappen. Und dann halt ein bisschen polstern, damit die quasi nicht verkratzen, zumindest nicht unnötig. Ne? Und dann hängt natürlich das Motorrad quasi auf dem Rahmen und die Schwinge ist frei. Man kann das auch mit einem Zentralständer machen, wer so einen hat, ist immer natürlich super, weil natürlich beide Achsen dementsprechend raushängen. Aber so mit solchen Böcken klappt das auch ganz gut. Okay, jetzt haben wir das Federbein draußen. Das erste, was wir jetzt machen, wir bestimmen jetzt erst einmal die Federvorspannung in Millimeter, also sprich die Differenz der ausgebaut entspannten Feder und der eingebaut vorgespannten Feder. Und dies wird angegeben in Millimeter. Das heißt, wir messen jetzt einmal die Feder vorgespannt im eingebauten Zustand. Da hat die quasi jetzt 196 Millimeter. Die Federbeinlänge ist nicht verstellbar bei dem Federbein, aber ich notiere sie trotzdem. Wir haben da 331,5. Genau, die Länge. So, der Robert montiert uns jetzt einmal die Feder raus, dass wir quasi die Federvorspannung exakt bestimmen. Anhand der gemessenen Differenz natürlich. Und dann messen wir auch die Feder. Also sprich, dann schauen wir nach, wie viel hat diese Feder tatsächlich noch an Newtonkraft gehabt. 213 minus 196, 14 und 3 sind 17 mm. 17 mm Federvorspannung hatte diese Feder. Die machen wir jetzt kurz ein bisschen sauber und dann messen wir die Feder einmal, was sie noch an Newtonkraft hat. Und Robert geht in der Zwischenzeit mit einem vorgereinigten Federbein zum Prüfstand und misst es einmal, dann schauen wir, was die Dämpfung hat. So, die Feder ist jetzt einmal vorgereinigt, so kann man sie zumindest wieder anfassen. Jetzt messen wir sie mal. Da gehen wir zu unserer Federmesswaage. Ja, die Feder ist natürlich schon ein paar Jahre alt. Suzuki K5 hat natürlich Baujahr 2005. Dementsprechend viel Kilometer und so weiter und so fort. Dementsprechend alt ist die Feder. So eine Feder hat auch so ein bisschen die Eigenschaft, dass sie sich ihr ganzes Leben lang setzt. Das heißt, die wird im Laufe ihrer Zeit immer schlechter, schlechter, schlechter. Und das überprüfen wir jetzt einmal zum einen, was sie allgemein an
Leistung hat, zum anderen, was sie quasi nachgelassen hat, zu dem gegenüber, was sie theoretisch eigentlich haben sollte, im Originalzustand. Okay, 10 mm, 71,5 Kilo sind es in dem Fall. 71,5 plus 72,5 plus 72 plus 73,5. Dann 289, das Ganze durch 4, dann habe ich einen Durchschnitt von 72 Kilogramm und das Ganze mal 9,81 Newton, dann haben wir 709, das Ganze durch 10, dann haben wir ziemlich genau exakt 70,9 Newton Feder. Ich weiß jetzt gar nicht, muss ich gestandenerweise sagen, was da serienmäßig drin sein sollte. Aber ich weiß, dass das eine 70-Newton-Feder ist. Die hatte 17 mm, haben wir gehabt, Vorspannung, gell? 17 mm mal 70 Newton. Das heißt, die hatte einen Losbrechmoment von 1200 Newton, roundabout 120 Kilo. Das heißt, das Losbrechmoment war relativ hoch im Verhältnis zu der doch soften Feder. Das ist natürlich daraus resultiert, dass die Federvorspannung relativ hoch war, dass man schon gemerkt hat, hey Scheiße, die Feder ist ein bisschen soft, wir brauchen mehr Vorspannung, mehr Vorspannung, mehr Vorspannung. Und daraus resultiert dann natürlich auch das erhöhte Losbrechmoment, was im statischen Negativfederweg eher schlecht ist. Da wird halt so ein bisschen auf den dynamischen Federweg geschaut, Negativfederweg geschaut, und da leidet der statische drunter. Und wir haben eine härtere Feder und die werden wir probieren. Und jetzt schauen wir mal zum Federbein. So, wir hatten jetzt eine 70,9 Federrate mit 17 mm Vorspannung. Gibt ein Losbrechmoment von 1200 Newton und 122 Kilo. Wir wechseln auf eine 90 Newton Feder und machen mal 10 mm Vorspannung. Dadurch erzeugen wir ein Losbrechmoment von 900 Newton, sprich 91 Kilogramm. Das heißt, wenn wir uns jetzt das hier anschauen, dann haben wir jetzt zum Beispiel auf dem Anfangsbereich des Federwegs, also des Strokes hier, haben wir ein besseres Losbrechmoment mit der orangen Kennlinie, sprich besser an. Und ab 20 mm Einfederweg stehen wir dann bei gleicher Newtonkraft höher oder bei gleicher Newtonkraft stehen wir halt höher dann mit der härteren Feder. Das heißt, es überschneidet sich und dadurch können wir die Höhe beeinflussen, aber eben das Ansprechverhalten der Feder beeinflussen. In dem Fall gehen wir in die Richtung softere, härtere Feder mit weniger Vorspannung, um das Losbrechmoment zu verringern. Und aber um das Motorrad dann, wenn es eine richtige Compression kriegt, höher zu stellen. So, wir sehen jetzt hier zum Beispiel drüben am Bildschirm, sehen wir jetzt schon die Dämpfungskräfte über den Federweg von 25 mm. Da sieht man jetzt schon, ob der Dämpfer funktioniert. Das tut er. Hat jetzt kein technisches Problem. Also ist keine Luft drin oder so. So, jetzt sehen wir quasi die Dämpfungskurve. Alles, was unter 0 ist, ist quasi Zug. Alles, was über 0 ist, ist Druck. Und natürlich auf der horizontalen Achse die Geschwindigkeit von 0 bis 350 mm pro Sekunde. Ein Dämpfer hat die Eigenschaft, dass umso schneller er sich bewegen muss, desto höher werden die Dämpfungskräfte in der Regel. Wir haben auch die Druckstufe, ist deutlich weniger als die Zugstufe. Das ist normal, liegt daran, weil die Zugstufe gegen die Feder arbeiten muss und die Druckstufe arbeitet mit der Feder. Deswegen braucht man auch nicht so viel mehr Druckstufe. Das sieht jetzt auf den ersten Blick gar nicht einmal so schlecht aus, muss man gestehen. Da wird es wahrscheinlich gar nicht so viel zum Überarbeiten geben in Form von Dämpfung. Wir messen jetzt aber mal, was haben wir für eine Range? Wie breit können wir uns da einstellen in Form von Zug und Druck? Deswegen machen wir jetzt einmal eine komplett offene und eine komplett geschlossene Messung in beiden Situationen, um zu erkennen, ob die Range passabel ist. Speziell auch, wenn wir mit der Federrate hochgehen, brauchen wir mehr Zugstufe, damit die Feder dementsprechend, weil die mit mehr Energie auch wieder auseinanderkommt, die müssen wir dann mit der Zugstufe wieder einfangen. So, wir haben jetzt quasi drei Messungen. Die schwarze ist quasi die, wie wir sie eingestellt, oder wie sie eingestellt war. Blau ist quasi komplett offen und rot ist komplett geschlossen. Und man sieht da, wow, muss ich echt sagen, für so einen alten Dämpfer gar nicht schlecht. Wir haben bis zu 2750 Newton komplett geschlossen und 2250, 230 komplett geöffnet in der Zugstufe und auch in der Druckstufe haben wir mehr als genug. Also das ist wirklich nicht schlecht und ich denke, da müssen wir auch nichts überarbeiten im Sinne von verbessern, weil das ist wirklich gut für so einen alten Dämpfer. Wir servicieren den jetzt, wir zerlegen den Dämpfer, da könnt ihr natürlich gerne mitschauen, aber verändern werden wir wahrscheinlich nicht viel. Das Einzige, was sich durch die Öländerung vielleicht also ein bisschen feiner anspricht, aber das ist echt eine gute Dämpfung und
Da habe ich zum Beispiel jetzt mal ein Öl ins Federbein, was in einer K5 oder K6er drin war, mit Grün drüber gelegt. Ein altes Öl ins K46. Und da sieht man, dass in der Druckstufe ein bisschen mehr Abweichungen im Highspeed gibt und fast keine Abweichungen in der Zugstufe. Also wir sind da eigentlich relativ nah an einem Öl ins Federbein. Ist natürlich kein Öl ins Federbein. Der Unterschied zum Öl ins Federbein ist natürlich der, dass das Öl ins Federbein vor allem über die Distanz besser ist. Also wenn wir das Federbein jetzt eine halbe Stunde messen lassen würden und schauen würden, wie heiß das wird und wie dann die Dämpfung sich verhält, dann hätten wir da einen größeren Unterschied. Von dem her, spielt aber keine Rolle, wir bauen es jetzt aus und zerlegen das. In der Zwischenzeit schauen wir uns mal die Bremse an. So, währenddessen der Robert jetzt gerade das Federbein wieder aus dem Prüfstand nimmt und zerlegt, wo wir gleich auch wieder online mit dabei sind, schauen wir uns kurz an, was wir bremsentechnisch am Moped verändern. Also wir haben ja gesagt, wir brauchen die wichtigsten Komponenten. Wir brauchen ein gescheites Fahrwerk, eine gescheite Bremse und das ist eine der für Low Budget trotz alledem das Wichtigste. Bremsentechnisch ist die K5 so ein bisschen unterdimensioniert. Deswegen haben wir uns Yamaha Sattel gekauft. Danke draus an den Philipp Jubik, der hat in eBay Kleinanzeigen diese Sättel angeboten, der macht das anscheinend professionell, so ein bisschen nebenbei, die Sättel zu überarbeiten und so weiter. Also wir haben komplett neu überarbeitete Sättel von der R6 in dem Fall, das spielt aber keine Rolle, die sind serviciert, wir haben Distanzen dazu, die brauchen wir. Das sind die Altteile, die brauchen wir nicht, die hat uns mitgegeben freundlicherweise. So, und diese Sättel werden bedient mit einer größeren Scheibe, mit einer Oversize, also Big Size Braking Scheibe. Die gibt es bei Motorrad Ersatzteile 24. Das heißt, diese Scheibe hat 320 mm im Durchmesser. Und das ist schon ein ordentlicher Waschel für so ein kleines Motorrad. Aber ich denke natürlich, dass die Kombination zwischen den R6-Bremssätteln und dieser großen Scheibe mit Belägen, auch von Braking, die habe ich noch nicht gefahren, ich kenne die Firma nicht, Made in Italy, wird vertrieben über die Motorrad, das Ersatzteile 24, aber ich denke, dass das für unser Low-Budget-Projekt eigentlich genau das Richtige ist. Ne? Die Scheibe, ich muss mal schauen, die fühlt sich ja relativ dick an, wie dick ist denn die? Ja, die ist 5 mm, ne? 5,1 mm, also das ist schon für so ein kleines, leichtes Motorrad ein relativer Waschel. Und auf der Hinterachse haben wir natürlich auch eine neue Scheibe und neuen Belag. Wer mich kennt, der weiß, ich nutze die Hinterradbremse nicht, aber wenn wir schon neue Scheiben verbauen, dann verbauen wir die hinten auch mit dazu, dann haben wir gleichmäßig. Und deswegen brauchen wir natürlich, durch das, dass wir größere Scheiben haben, diese Distanzen, damit wir den Sattel quasi ein bisschen weiter wegbekommen von dem Ganzen. Und dass das dann gut passt mit den richtigen Schrauben dazu. So, währenddessen der Robert gerade die Serviceteile serviciert, erkläre ich euch kurz einmal, wie so der Dämpfer aufgebaut ist. Wir haben auf der Kolbestange sitzend haben wir den Kolben. Ne? Das ist quasi ein Kolben mit einem Kolbenband, dass der in der Tube quasi abdichtet, aber sich auch bewegen kann. Wir haben jeweils in jede Richtung vier Bohrungen. Wir haben einmal vier Bohrungen in die Richtung und vier Bohrungen in die Richtung. Und wenn man mit der Kamera mal genauer herschaut, dann sehen wir, dass die unterschiedlich sind. Also vor allem in die Richtung sind sie anders wie in die andere Richtung, aber hier wieder anders. Das heißt, wir haben auf der einen Seite die Druckstufe liegen, auf der anderen Seite die Zugstufe. Und um das ganz kurz zu erklären, ohne eure Aufmerksamkeit zu lang zu strapazieren, wir haben hier sogenannte Shims. Ne? Das Wort haben schon viele gehört, wissen aber nicht, was ist. Das sind so kleine Scheibchen hier. Und diese Shims, die liegen auf den Bohrungen quasi so übereinander und übereinander auf, von groß nach klein. Und diese Bohrungen werden jetzt von den Shims überdeckt. So, ne? Dass wenn das Öl, das wo von der Richtung kommt, dann kommt es durch diese Bohrung hinein und dieses Shims deckt es zu. Und jetzt, wenn das Shimsdeck aber so aufgebaut ist, dass wir von groß auf klein gehen, und wir gehen immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner,
dann biegen sich diese Shims von groß nach klein auf, wie so ein Christbaum, den du quasi von der großen Seite, von der unteren Seite her zusammenpackst. Und dann biegen sich die auf, und wenn sich die aufbiegen, dann fließt das quasi durch die Bohrung des Kolbens durch. Und so hat jede Seite, jede Kolbenseite quasi seine Bestimmung. Einmal Zug und einmal Druck. Und jetzt können wir anhand der Stärke der Shims und anhand der Menge und anhand der Anordnung die Dämpfung dementsprechend beeinflussen, was wir in diesem Fall ja nicht machen müssen. Aber das war jetzt grundsätzlich einmal einfach nur die Funktionsweise des Stoßdämpfers quasi erklärt. Beginnen wir mit dem Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge und die ganzen Teile nach und nach einfach wieder auf die Kolbenstange. So, währenddessen der Robert das Federbein fertig macht zum Wiedereinbau, machen wir jetzt schon mal den Reifen ummontieren, weil wir müssen sowieso gleich das richtige Vorderrad drauf tun und natürlich dann auch die Bremsscheiben wechseln. Reifentechnisch habe ich natürlich, haben wir anfangs, vom King Tire gesprochen. Das mache ich allerdings jetzt nicht. Wir gehen auf Michelin. Einfach aus dem Grund, weil ich den Reifen sehr gut kenne und anhand dem Motorrad, der eh schon einen X-Faktor quasi habe, weil ich nicht weiß, wie funktioniert das, geht das gut, fährt das so, wie man sich es vorstellt und so weiter, will ich zumindest einen Reifen drauf haben, wo ich weiß, an dem liegt es schon mal nicht. Deswegen habe ich mich jetzt für das Michelin-Vorderrad entschieden. So, Michelin Power Performance Medium. Theoretisch könnte man jetzt bei der 600er auch mit dem Soft anfangen. Die Sache ist aber die, ich habe keinen Soft, weil ich auf der 1000er in der Regel nie einen Soft brauche und fahre, weil die 1000er natürlich viel schwerer ist. Deswegen nehmen wir jetzt ein Medium, wird schon funktionieren. Wir testen das Motorrad im Übrigen Ende September bei Schräglage in Rijeka. Das ist eine ganze Woche. 7 Tage Motorrad fahren quasi, da mache ich mehrere Sachen, aber unter anderem nehmen wir auch das Low-Budget-Projekt mit. Und da testen wir das vom 25. September bis zum 1. Oktober, Montag bis Sonntag quasi. Das Event ist noch buchbar, also jeder, der da noch gerne mitkommen möchte und sich das live vor Ort anschauen will, kann da gerne noch buchen bei Schräglage. Wir bieten auch optional einen Fahrwerkservice dort an, also ich, damit wir auch eure Setups ein bisschen verbessern können auf der Rennstrecke. Also wer da noch Lust hat, nach Rijeka mitzukommen, so als Saisonabschluss, natürlich jederzeit willkommen. So, wir haben jetzt den Dämpfer quasi serviciert und wenn wir uns jetzt hier die Zugstufe anschauen, dann haben wir in geschlossenem Zustand hier in der grünen Kennlinie jetzt minimal mehr Dämpfung als vorher und auch in der Druckstufe minimal mehr Dämpfung wie vorher im geschlossenen Zustand. So, wir komplettieren jetzt den Rest noch fertig. Ich denke, das ist jetzt auch nicht mehr so spannend, die Verkleidung da abstecken und so weiter. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video Ende September in Rijeka. Da wo ich das Schätzchen, ist eigentlich der falsche Ausdruck, so diese, naja, spare ich mir jetzt in den Kommentar. Wo wir die testen und schauen, wie schnell dass wir tatsächlich damit fahren können. Ich denke, Rijeka ist eine repräsentative Strecke, weil ich die Strecke sehr gut kenne.
Ich denke auch, dass das gut ist, dass ich den Reifen drauf habe, den ich kenne und somit auch das Motorrad differenzieren kann. Das kam auch eben von euch in den Kommentaren als Vorschlag und das ist ein sehr guter Vorschlag, danke dafür. Weil wir erst mit dem King's Tire testen wollen und ich denke, dann sind da zu viele ungewisse Parameter. So wissen wir eigentlich, dass das Fahrwerk an und für sich gut ist, dass die Bremse gut ist, aber den Rest vom Motorrad kennen wir nicht. Aber wir wissen aber auch, dass der Reifen okay ist. Von dem her, seid ihr gespannt. Freuen wir uns auf Rijeka. Gemeinsam in Rijeka werden wir das Motorrad dann an einen der Teilnehmer verlosen. Der kann es dann jederzeit bei uns abholen nach Rijeka. Von dem her, seid ihr gespannt, wie es funktioniert. Ich bin auch gespannt. Freuen wir uns. Bis bald und ciao.